Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei einer neuen Buchvorstellung dabei seid. Heute habe ich ein eher ernsteres Thema für euch, und zwar Never Loved Before von Monica Murphy. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen und das Buch kostet 9,99 Euro und hat 507 Seiten. Ist, finde ich, für einen Liebesroman eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir haben relativ oft auch so Platzspalten zwischen den Anfangskapiteln. Also da ist es dann nicht wirklich sonderlich eng geschrieben. Genau, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist dann auch immer recht viel Platz noch zwischendrin. Wir haben zwei unterschiedliche Sichten in dem Buch. Einmal die Sicht von Katie und einmal die Sicht von Will. Einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart. Und das macht das Ganze auch so interessant, weil man halt immer wieder zwischendrin so kleine Zwischensequenzen hat, was früher passiert ist. Hier haben wir die Hauptprotagonistin Katie, die als junges Mädchen auf einem Freizeitpark von einem Mann entführt worden ist. Und man muss dazu sagen, dass es ein wirklich sehr ernstes Thema beinhaltet, nämlich das Thema Kindesmisshandlung und Vergewaltigung. Das muss ich vorweg sagen, hinten im Buch steht auch nochmal von der Autorin drin, dass es eben das ernste Thema betrifft und dass es halt nicht viele abkönnen. Ich habe das vorher nicht gewusst, ich kann sowas lesen, aber viele können das auch nicht so abhaben, gerade mit Tieren und Kindern und so, das ist immer so eine ernste Sache. Und da finde ich, ist es immer ganz gut, das vorher zu wissen, worauf man sich da genau einlässt bei der Geschichte, weil viele können das eben nicht so ab. Und ja, es wäre einfach schade dann, wenn man sich das Buch kauft, eine völlig andere Erwartung dann hat und dann kommt so ein Thema und es gefällt einem dann einfach nicht. Und ich finde, das sollte man vorher schon wissen. Genau. Und wir begleiten hier dann eben Katie, einmal eben als junges Mädchen zu dem Zeitpunkt, als ihr das Ganze eben passiert ist, was sie erlebt hat. Und einmal begleiten wir sie dann eben in der jetzigen Zeit und wie sie das Ganze dann eben bewältigt und damit umgeht. Sie lernt dann auch jemanden kennen und dieserjenige hat auch ein kleines Geheimnis, denn er kennt sie nämlich aus der damaligen Zeit. Da spoilere ich euch eigentlich auch noch gar nicht, denn das passiert schon relativ am Anfang. Zwischen den beiden entwickelt sich dann auch so eine kleine Liebesgeschichte und es knistert dann auch richtig zwischen den beiden. Nur leider ist es halt so, dass Katie sehr schlimme Erfahrungen eben gemacht hat und dadurch dann auch eben ziemlich stark geprägt worden ist und mit dem ganzen Körperlichen und der ganzen Nähe nicht so ganz klarkommt, wie es jemand anderes könnte. Und ja, natürlich ist es auch so, dass Will auch eine ziemlich schwere Vergangenheit hat und ein Geheimnis verbirgt, hinter das wir relativ früh schon kommen. Nur ist es halt so, dass Katie von seiner Vergangenheit noch nichts weiß und Will hadert halt mit sich, ihr dieses schwerwiegende Geheimnis zu erzählen. Natürlich weiß er auch, dass wenn er ihr sein Geheimnis preisgibt, dass es ziemlich schwerwiegend ist. Und ob Katie das dann verkraftet und damit klarkommt, das bezweifelt er. Ja, und wenn ihr natürlich dann wissen möchtet, was das für ein Geheimnis ist, was Will verbirgt und wie Katie damit umgeht und was sie erlebt hat, dann müsst ihr euch auf jeden Fall die Geschichte näher anschauen. Das hier ist natürlich der erste Band einer Reihe. Es gibt noch einen zweiten Teil, der ist dann so orangelich gehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich wieder ganz klar ein Cover-Käufer-Typ. Ich wurde so angefixt. Ich habe das Buch im Bücherregal stehen sehen, also im Bücherladen, und dachte mir, wow, cool, das muss ich haben. Und das habe ich dann letztendlich auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, denn es hat sich wirklich gelohnt. Diese Geschichte hat mir so gut gefallen. Der Schluss war relativ offen gehalten, also da möchte man natürlich dann auch auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ob ich mir den zweiten Band holen werde, weil es ist halt oft auch so, dass man von den zweiten Teilen immer recht enttäuscht ist. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir den dann letztendlich holen möchte. Ich fand die erste Geschichte schon richtig klasse.
mir hat es Spaß gemacht. Es hatte immer diese ganze Zeit dieses bedrückende Ebene. Natürlich, weil Katie ja auch so viel erlebt hat in ihrer Vergangenheit. Und wenn man sich da erstmal so in dieses ernste Thema reinversetzt, was damals alles mit ihr passiert ist, es ist natürlich nicht ganz ohne. Und ja, es ist halt wirklich sehr schwerwiegend und man fühlt richtig mit ihr mit. Und ja, an manchen Stellen konnte ich sie natürlich dann auch wiederum nicht verstehen, wie sie dann letztendlich reagiert hat. An gewissen Stellen, als sie zu dem Ort zurückgekommen ist, an dem das Ganze passiert ist. Oder als sie Interviews gibt, zum Beispiel, das sind so kurze Anspruchsthemen. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber also so gewisse Sachen habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, fand ich irgendwie merkwürdig. Nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Auch den Will fand ich an manchen Stellen, also hat es sehr fragwürdig entschieden. Da habe ich mir manchmal echt gedacht, okay, der macht mir jetzt selber schon ein bisschen Angst. Wie er die Situation teilweise auch ausnutzt und was er da, ja, wie er damit mit Katie dann auch umgegangen ist. Einerseits sehr liebevoll, andererseits habe ich ihn absolut nicht verstehen können. Nach so langer Zeit, wie er dann gewisse Sachen angegangen ist. Und auch so kam es mir sehr in die Richtung Stalking. Also das war schon manchmal echt hart, vor allem diese ganzen Lügengeschichten und so, ich weiß nicht, ob das so meins wäre. Also ich kann damit nicht so ganz umgehen. Also das fand ich manchmal schon wirklich sehr angsteinflößend. Und ja, ob die Liebe dann so zwischen einem guten Stern steht oder nicht, ja, ist natürlich letztendlich dann auch fragwürdig. Zu dem Buch an sich muss ich sagen, dass die Kapitel sind sehr kurz gehalten, was mir dann wirklich sehr gut gefällt. Es lockert das Ganze so ein bisschen auf und man hat das Gefühl, man kommt wirklich sehr schnell durch die Seiten. Andererseits fand ich es manchmal auch ein bisschen störend, weil dadurch wurde die Geschichte sehr ruhig gehalten und es kam halt nicht wirklich so die Spannung auf. Das ist halt oftmals das Problem, wenn die Kapitel recht kurz sind, kommt die Spannung nicht wirklich auf. Und man kommt zwar schnell durch, aber es ist an sich ruhiger. Was mir letztendlich dann doch wieder sehr gut gefallen hat, waren am Schluss diese Playlist. Die habe ich leider bloß zu spät entdeckt. Das sind dann die ganzen Songs, die man sich dann zu dem Buch zusätzlich noch anhören könnte. Das fand ich richtig toll. Ich habe dann auch so ein bisschen gegoogelt und die verschiedenen Lieder dazu angehört. Hat auch alles super gut dazu gepasst. Fand ich sehr gefühlvoll ausgesucht von der Autorin. Und wir haben dann auch letztendlich noch diesen Schlusssatz von der Autorin zu diesem entsprechenden Thema, was mir auch nochmal sehr gut gefallen hat, wie sie sich dann letztendlich zu dem Thema erklärt hat. Dadurch, dass es ja eben so ein bedrückendes Thema ist, das auch immer wieder auftaucht in den Medien. Und ich weiß nicht, ich finde, sowas zu lesen ist manchmal auch nicht verkehrt, weil es kann jedem passieren und es passiert leider oft auch in der wirklichen Welt. Und davor sollte man sich dann letztendlich auch nicht die Augen verschließen. Und ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Letztendlich hat das Ganze sich wirklich für mich sehr realistisch angehört. Und ja, ich fand es eine sehr gefühlvoll erzählte Geschichte. Aber die Geschichte, die war wirklich sehr schön erzählt, aber die Spannung hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Deswegen hat das Ganze auch nur 4 Sterne von mir bekommen, weil es, wie gesagt, an manchen Stellen etwas langatmig wurde, dadurch, dass halt oft dieser Kapitelwechsel war, also dieser Perspektivwechsel zur Vergangenheit und zur Gegenwart, dass man manchmal auch nicht wusste, weil es wechselt ja in der Vergangenheit auch zu verschiedenen Punkten hin und her. Nach der Tat und davor, und also es war dann manchmal so ein bisschen sprunghaft, wo man dann nicht so ganz zuordnen konnte, wo man sich genau jetzt befindet, und ja, das war manchmal sehr verwirrend. Aber nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte wirklich sehr gut gefallen und es wird auch nicht das letzte Buch von Monica Murphy sein, das ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde, denn mich konnte das Buch wirklich sehr gut unterhalten und ja, ich war
sehr zufrieden mit der Geschichte und es hat mir super gut gefallen. Ja, das war's an dieser Stelle, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Buch ein bisschen näher bringen und ja, ihr konntet für euch selber entdecken, ob das Buch was für euch ist oder nicht. Ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Buch haltet, ob das was für euch wäre, dieses Thema, wie ihr dazu steht, was ihr dazu sagt. Alles, was euch einfällt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem neuen Video von mir wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss!